Was geht die Idee? Das ist immer mal drauf. Ja. Der wird aber selbst auf dem Fenster. Das ist nämlich das andere. Denn hier können sie nicht machen. Hier hat das Geld, hier hat die Mentor. Wenn man bei Main einigen Monat auf 75, das wäre eine Menge in der Bündnis, und wir haben. Ja, jetzt muss ich erst einmal rein, das andere kann man immer noch schauen. Ne? Das Problem ist nicht jede Woche, sondern wenn sich was neu hängt, das ist das Schlechte. Und das andere ist.
mal scharf. Ich überlege, wie bringen wir das Ding jetzt die 5 cm runter. Die Fächer sind jetzt gerade Oberkante Wasser. Wenn wir da runter gehen, dann sind die Fächer 5-6 cm Wasser, dann müsste irgendwie aufbauen, dass die Stütze ist. Die bringen wir runter. Das ist dann, den dann auf unten fest am Boden stellen und den Wagen hier da oben drauf. Also das und dann Wasser rein. Das dann. Ja. Das dann so. Und da die Wellen rein. Wunderbar. Ja. Also bei euer zwei in die gleiche Richtung drehen. Ich drehe 100 und um. So, nach getaner Arbeit. Die Palette noch zerlegen. Müssen Sie das zerlegen oder werde ich komplett reinkommen? Nein, ich mache die Kanthölzer, die mache ich schon zurück. Ah, okay. Die zwei Dinger und dann okay. Die Palette umbringen. Wenn sie dann mit ihrem Wasserrohr tränken fertig ist, dann ist das schön. Aber mir gefällt vor allem die Jungs, dass die Jungs dabei sind. Ja. Weil die beschäftigen sich jetzt mit der Thematik. Und wenn mal was sein sollte, dann. Ja. Wissen Sie auch, wo es auch noch lange müssen, ja? Hallo? Servus? Hi. Grüß dich, Servus. Ich habe das Problem, dass
Aufgelöst schon, vor lauter Spannung, ob sich dann auch Wirklichkeit dreht. Also mir gefällt es so sehr, dass die Männer aus Fährbau sich da jetzt so total damit engagieren und beschäftigen. Und das ist man denkt ja, das ist so eine unauffällige Stelle, aber das Holz, das leuchtet ja richtig schon, wenn man herfährt. Deswegen habe ich es gerade gesehen, habe ich gedacht, Mensch, ich habe dich noch die ganze Zeit mit einer Plane abgedeckt, weil ich bloß nicht nass wird. Aber schaut es doch gut aus, oder? Ich denke schon, ja. Das wird schon. Ich habe noch zwei Zwingen dabei. Ich werde nicht in die Zwinge noch gehen, dass man die innen irgendwo festschraubt. Dann habe ich ja die ganze Gegengewicht. Vielleicht geht es dann rum. Aber es ist doch schön, wenn sie sich beschäftigen damit. Ne? Also, wunderbar. So, ich mache mal weiter. Ich denke mal, das klappt dann schon noch. Läuft doch! Das läuft doch, ja. Ich gebe dir nochmal Öffnung. Ja, hallo. Das Wasserrad mit einem
klassischen Spruch aus dem Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe weihen. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle sich auf des Mühlerads Schaufeln falle. Jetzt muss ich den Weg wieder hinfinden. Das ist gar nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Erstens wollen wir ja eine gute Zusammenarbeit mit allen haben, auch mit der Wasserwirtschaft, die ja vor allen Dingen für unsere Umwelt zuständig ist. Auch hier für den Wassergraben. Und hier wollte ich keinen Sekt reingießen, auch kein Bier und auch keine Glasflasche verwenden, die mir dann eventuell zerbricht, sondern möchte das mit Wasser machen. In dem Zusammenhang möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei allen, die dazu beigetragen haben, dass das Wasserrad von dem Tourismusverein Schwarzbach an der Saale erneuert werden konnte. Das sind erstens einmal die Mitglieder, die mit ihren Mitgliedsbeiträgen, geht doch relativ hohen, man kann es sehen, wie man will, Betrag zusammengebracht haben, dass das Wasserrad erbaut werden konnte. Ich möchte mich bedanken beim Schreiner. Wo sitzt der? Drogen? Ach, wo ja, ganz in der Nähe. Überschaut ist alles. Beim Schreiner Strobel aus Spanneck, der mit sehr viel Herzblut dabei gewesen ist. Wir haben also schon lange uns bemüht, er hat sich vor allem bemüht, eine technisch einwandfreie Lösung zu finden, bis zuletzt. Dann möchte ich mich bedanken bei der Feuerwehr in Förbau, die dazu beigetragen hat, mit Manpower das Wasserrad abzubauen, das alte, und das neue einzubauen. Die Reste vom alten Wasserrad sind dort noch zu finden. Und ihr könnt auch gerne mit dem Herrn Strobel ins Gespräch kommen, der euch erklärt, wie das Ganze funktioniert und welche Probleme es dabei gegeben hat. Bedanken möchte ich mich beim Wasserwirtschaftsamt Hof für die vorzügliche, wo ist er, der Weiß? Für die vorzügliche Zusammenarbeit, denn so etwas geht nur, wenn alle das gleiche Interesse haben und das Interesse war, einfach hier diesen Platz ordentlich zu gestalten. Ich möchte mich auch bedanken beim Herrn Deschner, der das hier mit organisiert hat und der sich auch bemühen wird, den Biergarten künftig, vor allem in einem kommenden Frühjahr, intensiver nutzbar zu machen, ist ja auch eine Attraktion hier in Schwarzbach. Aber jetzt möchte ich das Wasserrad kaufen mit Schwarzerbacher Wasser, das also jetzt nach Bergbau gebracht wird. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem vollen Schwalle auf des Kühlrads Schaufeln falle. Und nachdem wir ein so illustrer Kreis sind, habe ich mir gedacht, wir könnten auch das altbekannte Lied, das Wandern ist des Müllers Lust, singen. Die wenigsten von euch waren noch beim Feier, beim Scherl in der Schule und haben die Lieder, Finger hoch, wer es kann, die können es sowieso auswendig, aber wir sind alle nicht sehen. Wie die Brummer habe ich es extra in tiefer gemacht. Das Wandern ist des Müllers, das Wandern ist des Müllers, das Wandern, das muss echt ein Müller sein, den niemals will aus Wandern heim, den niemals will aus Wandern heim. Das Wandern vom Wasser haben wir es gelernt, vom Wasser haben wir es gelernt, vom Wasser. Das hat die Gruber ein Tag und Nacht, die
stets auf Wanderschaftsbilder. Ich stieß auf Wanderschaftsbilder. Das Wasser. Das sehen wir auch. Das sehen wir auf den Rädern. Das sehen wir auf den Rädern. Auf den Rädern. Die gar nicht gerne stille stehen und sich bei Tag nicht müde drehen. Und sich bei Tag nicht müde drehen. Die Räder. Die Steine sind so schwer, sie sind. Die Steine sind so schwer, sie sind. Die Steine. Sie tanzen mit dem Moorlein und wollen gar noch schneller sein. Und wollen gar noch schneller sein. Die Steine. Und ich hoffe, dass ihr das Wasser also sicher, möglichst. Also sicher, wenn ich kann, nicht mehr erst.